Red Dead Redemption 2, das Spiel, an dem man 2018 einfach nicht vorbeikam. Der Hype war riesig und die Kritiker verteilten Höchstnoten und überschütteten das Spiel nur so mit Lobeshymnen. Und auch ich habe es mir sofort zum Release gekauft. Ich war zwar beeindruckt von der Welt und der Technik, aber so richtig krass konnte ich dem Hype nicht zustimmen. Und ich war nicht der Einzige, der das für sich merkte. Nee, das ist doch nichts für mich. Alles zu langatmig, zu schwerfällig, zu umständlich, zu lahm, zu leer und doch nur wieder so ein aufgeblähtes Open-World-Spiel. Aber nun habe ich das Spiel dann doch beendet und was soll ich sagen, Red Dead Redemption 2 ist leider geil. Moin moin moin, was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu meiner persönlichen Redemption, denn ich habe einen Fehler begangen und den möchte ich mit diesem Video korrigieren. Red Dead Redemption 2 ist absolut eins der besten Spiele des Jahres 2018, vielleicht sogar mehr. Ich gebe zu, es war ein Fehler von mir, es nicht auf meiner persönlichen besten Liste des Jahres 2018 zu platzieren. Und ja, ich hatte euch erzählt, ich wollte nur Spiele auf der Liste haben, die ich auch durchgespielt habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach Red Dead Redemption 2 noch nicht durchgespielt. Aber ganz ehrlich, insgeheim hatte ich mir halt auch gedacht, das wird eh nie auf meine Liste kommen. Und bevor alle rummosern, verzichte ich halt auf das Spiel, indem ich es von vornherein durch diese Regel disqualifiziere. Ich meine, ein Open-World-Spiel, wie es sie mittlerweile zu Hunderten gibt, mit einer riesigen Welt und unendlich vielen sinnlosen Aktivitäten, Minispielen und Hunderten von Questgebern, das habe ich doch alle schon 100-mal gesehen, das habe ich doch alle schon 100-mal gespielt. Das Ganze verkommt doch dann immer zu einer großen Schnitzeljagd, die man wie eine große Einkaufsliste abarbeitet. Hier ein Nebenquest, wo man irgendwas sammeln soll, hier ein Sammelgegenstand und hier noch ein Sammelgegenstand, aber aus dem kann man natürlich auch gleichzeitig etwas herstellen und so weiter und so weiter. Ich habe zu dieser Open-World-Problematik der letzten Jahre beziehungsweise zu meiner allmählichen Übersättigung der stetig gleichen Strukturen und künstlichen Aufblähung eben dieser sogar schon ein Video gemacht, das ich euch hier oben rechts verlinke. Und nachdem ich die ersten paar Stunden Red Dead Redemption 2 gespielt habe, war ich mir auch ziemlich sicher, was ich hier zu erwarten hatte. Ach komm, das kennst du doch. Das ist doch wieder nur so ein aufgeplustertes Open-World-Game. Okay, die Technik bzw. die Optik ist wirklich echt beeindruckend. Und die Lichteffekte und die Beleuchtung, die das Spiel manchmal auf den Bildschirm zaubern, sind wahrscheinlich die besten, die man je in einem Videospiel gesehen hat. Aber das täuscht halt nicht ewig darüber hinweg, dass die Struktur die gleiche eines GTAs bzw. eines typischen Rockstar-Open-World-Games ist. Nur halt nochmal eine Schippe obendrauf gelegt, was Welten, Interaktion und Realismus angeht. Ich meine, Rockstar geht mit seinem Hang zum Realismus in Red Dead Redemption 2 sogar so weit, dass es teilweise gar videospieltypischen Komfort opferte. Erlegtes Jagdgut muss tatsächlich erstmal gehäutet, verpackt und zu einem Händler gebracht werden. Jede Aktion der Spielfigur wird mit einer ausgiebigen Animation zelebriert, jeder Gegenstand muss einzeln aufgehoben, ausgewählt und benutzt werden und selbst die Schnellreisefunktion ist recht umständlich, beziehungsweise erst durch ein nicht so offensichtliches Upgrade zu bekommen. Und genau das gab ich dann auch in meinem dazugehörigen Pickup-Video an euch weiter. Und viele stimmten mir auch zu. Schönes Story, ein gutes Spiel, aber halt auch zu lang teilweise fast. Zu lang, zu groß, mit zu viel Welt ist so gut wie leer. Zu lang, zu sehr langweilig. Bedacht. Ein gutes Spiel, aber halt auch so langsam und langatmig und umständlich und eventuell zu realistisch und zu leer, dass einige entnervt nach einigen Stunden das Spiel auch zur Seite gelegt hatten. Das soll also dieses übergehypte Megaspiel mit einem Metascore von 97 sein? Nicht bei allen kam der Weg, den Rockstar mit Red Dead Redemption 2 eingeschlagen hatte, also so gut an. Der User-Score ist dementsprechend auch deutlich unter dem der Kritiker. Und auch ich muss sagen, dass mir nach weiteren Spielstunden immer mehr Sachen auffielen, die mich störten. Und ich fing das Diskutieren an und ich nörgelte bei Freunden und Kollegen rum. Über alles Mögliche. Dass Red Dead Redemption 2 zwar cool ist, aber dass der aufgezwungene Realismus immer wieder den Spielfluss als auch die narrative Ebene störte. Dass das Spiel sich nicht an seine eigenen Regeln hält oder dass es halt nicht so wirklich weiß, ob es Zelda oder Uncharted sein will. Ein paar Beispiele. Außerhalb der Mission kann man tun und machen, was man will. Während der Mission selbst aber gibt es meist nur einen vorgeschriebenen linearen Weg, der wenig Spielraum für kreatives Handeln lässt. Was einfach schade ist, weil die Welt hier ansonsten eher ein großer Spielplatz ist. Oder relativ zu Anfang macht ihr Bekanntschaft mit einer Bundesbehörde, die euch mitteilt, dass euer Handeln nicht die feine Art ist. Arthur ist sich selbst aber keiner Schuld bewusst und beteuert, nichts gemacht zu haben. In der vorherigen Mission haben wir aber bei der Hilfe zu einem Gefängnisausbruch quasi das halbe Dorf erschossen. Da wirkt das von Arthur Gesprochene halt extrem unpassend zu unseren eigenen Handlungen. Wir können halt frei auswählen, wann und welche Mission wir erledigen. Und das ein oder andere Mal kann es dann halt passieren, dass dies im Kontext zueinander reichlich unglücklich erscheint, wenn man bestimmte Missionen kurz nacheinander spielt.
Na gut, das sind natürlich auch allgemeine Videospielkrankheiten. Ich erinnere zum Beispiel an das omnipräsente, bodenlose Inventar, das sich ja so gut wie in jedem Videospiel wiederfindet. So, dann packe ich nochmal meinen Mob ein. Ach, da ist mein Klavier. Man könnte also gefühlt bei jedem Spiel so argumentieren und es auf dieser Ebene brechen. Im Endeffekt sind es halt aber auch nur Videospiele und sie sollen an erster Stelle Spaß machen und nicht unbedingt logisch sein. Aber dadurch, dass das Spiel so einen hohen Grad an Realismus hegt, ist man halt auch selbst schneller dazu geneigt, seine eigenen Ansprüche und Erwartungen an das, was das Spiel machen könnte und wie es sich präsentiert, zu erhöhen. Es fiel mir also sehr leicht, diese Dinge bei Red Dead Redemption 2 zu kritisieren und hervorzuheben. Unterbewusst wollte ich das Spiel wahrscheinlich auch irgendwie nicht mögen. Beziehungsweise eventuell wollte ich mir auch selbst einen Grund geben, das Spiel nicht weiterspielen zu müssen. Ich meine, ich, der sich vor kurzem noch in seinem Video zu den besten Spielen des Jahres 2018 so über das Spiel lustig gemacht hat. Ich, der seit Jahren so gut wie keins dieser Mainstream-AAA-Open-World-Spiele gespielt hat. Ich bin doch viel zu cool für sowas. Ich kann doch unmöglich etwas toll finden, was die ganze Kritikerwelt toll findet. Nee. Es ist doch einfach viel cooler, Red Dead Redemption 2 nicht zu mögen. Aber ich dachte mir dann auch, weißt du was? Da gibt es schon mal ein richtig hochwertig produziertes Blockbuster-Game, das hauptsächlich als Singleplayer-Erfahrung gedacht ist, das keine versteckten Mikrotransaktionen oder Lootboxen beinhaltet und du meckerst und moserst trotzdem nur rum. Ja, da hast du recht. Okay, ich werde es durchspielen, aber dann auf meine Art. Ich kann diesem ganzen checklistenartigen Abarbeiten von Sammelgegenständen und Sidequests einfach nichts mehr abgewinnen. Ich werde nur die Story-Mission spielen. Und so spielte ich. Ich ließ mich ein wenig mehr auf die Welt ein und akzeptierte ihre entschleunigte Art und Weise. Ich erledigte für und mit den Mitgliedern meiner Gang Mission um Mission und lernte sie immer besser kennen. Ich meine, das Prinzip von diesen zusammengewürfelten Haufen, die zusammen in einer Gang leben und ihr Glück versuchen, fand ich schon irgendwie von Anfang an spannend. Und auch mit dem eigentlichen Hauptcharakter, Arthur Morgan, konnte ich mich von Beginn an irgendwie identifizieren. Kein perfekter Mensch, aber ein Loyaler, mit dem Herz am rechten Fleck und irgendwie sah er dann noch aus wie eine jüngere Version meines Opas. Das passte irgendwie zwischen uns. Und dann war da ja auch noch John Marston, der Protagonist des ersten Teils. Er war auch Teil meiner Gang und Red Dead Redemption 1 war schon richtig geil. Und der letzte Rockstar-Titel seit GTA Vice City, den ich so richtig gern gespielt habe. Außerdem war da Dutch van der Linde, unser Anführer, ein unfassbar charismatischer Charakter, der immer einen Plan hatte und uns daran erinnerte, dass wir mehr Geld brauchten. Auch er hat einen wichtigen Part im eigentlichen ersten Teil, von daher war auch sein Werdegang für mich nicht uninteressant. Außerdem gab es noch Hosea, quasi den Camp-Opi und das Gewissen unserer Bande. Charles, der kräftige Kämpfer mit dem Indianerblut. Sadie Adler, eine Witwe, die wir anfangs schwach und halbtot in den Bergen aufgabelten. Den unsympathischen, aber gut kämpfenden Micah. Lenny, unseren jungen Protégé und Saufkumpan. Lenny! 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 Oder die aus Teil 1 bekannten Bill und Javier und noch viele, viele weitere interessante Charaktere. Das hatte schon was von einer guten Rollenspielparty. Und wenn ich eins liebe, dann sind es Rollenspiele und vor allen Dingen gute Charaktere und Charakterentwicklung. Und ich gebe zu, dass ich mich dann doch das ein ums andere Mal erwischt habe, Missionen für meine Gangmitglieder zu erfüllen, die nicht Teil der Hauptstory waren. Dass ich mich ohne erkennbaren spielerischen Vorteil an Dingen beteiligte, die das Gangleben ausmachten, wie abends am Feuer zu sitzen und Lieder zu singen, Poker zu spielen oder dafür zu sorgen, dass genug Vorräte für das Camp zur Verfügung standen. Aus unnötig langen Spielmechaniken und aufgezwungener Entschleunigung wurde auf einmal pure Immersion. Ob die von Rockstar gewählten und gewollten Mechaniken des Spiels dazu führten, dass ich mich auf diese Charaktere einlassen konnte, oder ob ich mich durch die Verbundenheit mit den Charakteren auf diese Spielmechaniken einlassen konnte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es bei mir auf einmal funktionierte und Klick machte. Ich war Teil dieser Welt, ich war Teil dieser Gang. Und spätestens mit Kapitel 3 dreht das Spiel dann auch storytechnisch immer mehr auf. Die Welt und vor allen Dingen die Charaktere eurer Gang sind etabliert und der Ton des Spiels ändert sich nicht nur optisch. Von Beginn an ist nämlich klar, dass die Zeit für diese Art von Outlaw-Leben eigentlich abgelaufen ist zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und Achtung, ich spoilere jetzt ein wenig den Plot. Aus Red Dead Redemption 1 wissen wir ja schon, dass es diese Gang nicht ewig geben wird. So sucht John Marston im ersten Teil ja schließlich einige unserer jetzigen Bandenmitglieder, um die Freiheit seiner Familie zu wahren und um seine eigene Redemption sozusagen zu erreichen. Und der Untergang eben dieser Gang mit all seinen unterschiedlichen Charakteren ist einfach eine der spannendsten und faszinierendsten Geschichten in Videospielen überhaupt. Maßgeblich beteiligt ist natürlich eure Spielgruppe,
Spielfigur, Arthur Morgan, der für mich jetzt schon zu einem der besten und glaubwürdigsten Videospielprotagonisten überhaupt zählt, und sein Verhältnis zu Dutch und den anderen Bandenmitgliedern. Ihr erlebt aus seinen Augen, wie die einzelnen Charaktere mit ihrem Schicksal konfrontiert werden. Wie ihr Verhalten von Hoffnung, Rache, Loyalität, Stolz, Gier oder sonstigen Umständen beeinflusst wird. Das Spiel strickt daraus auch immer wieder spannende Fragen, getragen von der großen Hoffnung, doch mal das ganz große Ding zu drehen, mit dem sich alles zum Guten wendet. Wirklich, wirklich toll geschrieben, teilweise auch mit Hilfe der tollen Musik einfach nur genial inszeniert und spannend bis zum äußersten Schluss. Das Ganze wird dabei immer wieder detailverliebt geschmückt vom Rockstars Hang dazu, ein perfektes Erlebnis zu kreieren. Ob Foreshadowing, Referenzen und Anspielungen auf Teil 1, Analogien, kleinste optische oder akustische Details bis hin zum perfekten nahtlosen Übergang in den vor 8 Jahren erschienenen ersten Teil der Reihe. Einfach wahnsinnig geil und im Endeffekt der Lohn für seinen langsamen und anfangs so sehr kritisierten Aufbau und Struktur. Erzählerisch wahrscheinlich das beste direkte Prequel, was ich je gespielt habe. Und ja, Red Dead Redemption 2 spielt sich ein wenig sperrig und erfindet gerade missionstechnisch nichts wirklich neu. Und ja, Red Dead Redemption 2 war auch lang, fast schon zu lang und hat bestimmt den einen oder anderen auf dem Weg zum Ende hin verloren. Aber Mann ey, wenn ich dafür mit einer so toll geschriebenen Geschichte belohnt werde, die nicht nur von den späteren Geschehnissen im ersten Teil in ein anderes Licht gestellt wird, sondern diesen im Nachhinein auch noch einfach so viel besser wirken lässt, dann möchte ich einfach keine Sekunde davon missen. Und ist das nicht irgendwie die beste Auszeichnung, die man einem Prequel geben kann? Dass es das Spiel, auf das es eigentlich hinführen soll, nochmal besser macht? Red Dead Redemption 2 ist einfach ein außergewöhnliches Spiel, das ich leider falsch beurteilt habe, beziehungsweise nicht gerecht beurteilt habe. So sehr ich mich auch gewehrt habe gegen bewährte Strukturen, unnötig langatmige Mechaniken und auf meiner persönlichen Abneigung gegenüber dieses Spiel verharren blieb, muss ich schlussendlich einfach zugeben, dass ich Red Dead Redemption 2 leider geil finde. Ja Leute, das war meine abschließende Meinung zu Red Dead Redemption 2 und ich muss sagen, das hätte ich echt nicht gedacht, als ich das Spiel begonnen hatte. Selten hat es ein Spiel geschafft, dass ich meine Meinung beim Spielen dermaßen nach oben korrigieren musste, aber abgerechnet wird nun mal zum Schluss. Das gilt auch für Videospiele, insbesondere für die, die ein wenig länger brauchen, um ins Rollen zu kommen. Dafür rollen diese dann meistens auch ein Stück weiter. Ich kann nur allen, die es noch nicht gemacht haben, empfehlen, das Spiel zu spielen und all diejenigen, die es vielleicht schon abgebrochen haben bzw. noch nicht beendet haben, ermutigen, das Spiel nicht vorschnell abzuschreiben. Ich bin selbst das beste Beispiel und im Nachhinein so froh und dankbar, dass ich es durchgezogen habe. Wirklich, wirklich ein einzigartiges Spiel und ein einzigartiges Erlebnis, Red Dead Redemption 2. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Wir sehen uns in Kürze wieder mit einem neuen Video und bis dahin heißt es Tschüss. Hat dir jemand Lemmy ge... Ja.